Na, was ist es? Ja, was kommt's? Ja, ich weiß, jetzt schaut euch so betroppen, ich weiß, jetzt lasst der Thüringer da in Ton sterben, na geh. Ja, was? Ich verstehe schon, der Toni, gerade der, gell? Der Einzige, der nichts trinkt, der nicht raucht, der wenig isst, der an jeden um einen Hörer rennt und man auf die Hände am Donut um aufrennt, ja? Und der ist wie auf einmal das Bein gerissen, na geh. Ich meine, das geht im normalen Leben so, das brauche ich auf der Bühne dann auch noch, das ist so. Also. Weil man, das ist genauso, wenn ich mir einen Rocky-Film anschaue. Und den Offen haben sie in der letzten Runde K.O. Den Film brauche ich nicht. Ja? Aber seien wir uns ehrlich, in Winnetou haben sie auch erschossen, oder? Ja? Ja, wenn wir sagen, mir selber gefällt es auch nicht mehr, ganz ehrlich. Nein, es ist einfach, war vielleicht auch ein bisschen ein Kurzschluss von mir, der Gedanke wäre, dass selben Stöß krampft man jetzt mit den Leuten. Und das, nein, für das sind wir nicht da, ist ja ein Spaß. Also, jetzt bin ich auch gern bereit, das irgendwie umzutun, warum nicht. Was ich mache, mal so, damit das Hand und Fuß auch noch irgendwie hat. Der Toni, weißt schon. Toni ist ein Mensch, der sich nicht den Weihnachtsdepresser bei uns gibt. Der sitzt in den Flieger, fliegt oben irgendwo in die Südsee, in die Karibik. Ja? Und der sitzt jetzt irgendwo auf einer Insel mit einer Havanna, mit einem dicken Rum-Punch. Ja? Und einer Insulanerin mit solchen Blumen um den Hals. Und. Gott sei Dank, ich hab euch wieder. Die Tuteln haben mich rausgerissen. Wir sind wieder am Niveau. Ja, der Kran vom Wurm. Ein Wahnsinn, ein Streichresultat. Weil ich nicht trotz steht. Mit Toni. Beim Donutumlauf. Urlaubspläne schmieden. Zieh mir mal die Schuhe aus, dann ist es nicht mehr so hoch. Na, weil von unten schaut es nicht wirklich arg aus. Ich muss jetzt schauen, ob er Fütz schon nach unten hat. 2 Punkte kriegt man, wenn man oben hupt. Die 2 Punkte, die machen es gerade auch nicht fett. 2 Punkte können entscheidend sein. Der Bimi ist schon runtergekupft. Ich habe meinen Bezirk gesperrt wegen ihm. Na, ist ja klar, wenn der einschlägt, das ist wie eine Splitterbombe. Nicht? Ich schaue nämlich von unten nicht wirklich an. Wer ist das? Wer hupft da? Der Meier. Der Meier hupft. Geh mir schon langsam in den Arsch einbeißen, dass ich ihn überhaupt gefragt habe, dass er mitmacht, bitte. Der Mensch hat noch nie in seinem Leben einen Spur gemacht. Der ist komplett unsportlich jetzt im Gegensatz zu mir. Ja, aber komplett. Ja. Der ist nur vom Ehrgeiz zerfressen, das ist alles bei dem. Das ist genau so einer, ja. Für einen Punkt, ja, geht er her und verkauft seine Kinder. Für 2 Punkte sein Auto, wie nix. Nein, was ich nur nicht verstehe, wie schafft ein Mensch wie der Meier das mental, dass der da oben hupft, weißt? Was muss ich machen? Ich wege mein Bandel, ich schnur mich nicht da. Hallo, es war blabus. Dann gib ich hier das Bandel, man muss. Was heißt, wie viel Kilo ich habe? Sind die ihm. Das ist einfach 45 Kilo und 3 Promille passt. Hallo, wer da oben springt, der hat so ein bisschen im Schüssel, was mir fragst. Ja, wo ist die Gumme? Hallo, wo bin ich? Wo muss ich denn? Was heißt, ich muss da oben? Ich kann nicht auf, wo ich will. Da glaubst du, dass ich mich verfliege unterwegs oder was? Wablache Wege. Weg, ich komm jetzt. Wow! Na, kapp einmal. Na, klar, das sei halt die Pappe, ich weiß. Ja, der Meier ist 2 Punkte von mir, aber es ist. Es ist nicht so. Wer ist das jetzt? Hey, was ist das? Hupft ihr zu zweit oder was? Ein Tandemsprung, was ist das? Komm mal gleich. Fernando, Josef, kommst du bitte sofort zur Kante her? Sofort.
Du, ich fotz dich wie ein Tanzbären. Ist dir das ein Begriff? Ja. Du, tu mir diese Schande nicht an. Nicht auf meinem Kran, nicht von meinem Club. Ja. Wir machen uns ein bisschen Erhaltung aus, damit es ein bisschen Gesicht auch hat. Du, pass mal auf, ja. Du hast keine Höhenangst, das ist ein Schwachsinn von deiner Mutter nicht einreden, verdammter Gewalt. Du, die Hände von den Augen, verdammter Gewalt. Bitte, du hast mir zuliebe, hm? Hm? Schau mal, es dir schon ganz Spaß macht, hm? Du, ja. Franz Josef, denk dran, du bist ein Wurm, hm? Komm, schau, gehen wir mal zur Kante, schauen wir uns mal an. Es ist nämlich nicht so hoch. Schau, gell, sag, komm her, schauen wir mal runter mit zwei. Schau. Na, Kappa immer. Zwei Punkte für den Junior, tragt's mal ein, bitte. Bravo, Franz Josef, hervorragende Haltung. Der Depp hat den Buch hupt. Das gibt's nicht. Ist das nämlich... Na, es schaut nämlich nicht arg aus von unten. Ja, jetzt kommt mir jetzt ein bisschen ungelenkig. Ich probiere es einmal langsam aus und sehe, wie es ist. Mein Gott. Aber es ist so pervers. Wenn ich jetzt alle hupfe und es passiert was, bin ich heute tot. Wenn ich nicht hupfe, bin ich morgen tot. Moment. Das heißt eigentlich, es ist gehupft wie gesprungen. Achtung, Achtung! So, Freunde, so weit der Zwischenstand, gell? Das heißt, es geht jetzt in der Sauna um die Wurst. So, nur eins. Bitte kein falscher Ehrgeiz. Wenn einer bewusstlos ist, gilt er als ohnmächtig, ja? Und da gibt es nachher dann nichts mehr drüber zum... Also wir sind da... Egal wie auch immer, das ist so. Aus. Das heißt noch einmal, Ohnmächtige haben die Kammer unverzögert zu verlassen. Und da, ne? Ich bin selber so gescheit, ich darf das nicht gern mitmachen, weil ich sehr gut drauf bin heuer. Nur leider ins Bäche, wenn er noch der Malaria anbekommt und da würde ich nichts alles gehört. Wenigstens aber Glück mit Wetter. Da meiert die Ohrschwatzel. Ich war den ganzen Nachmittag bei seinen Schwagern, beim Fleischhocker, im Kühlhaus. Jetzt ist mit Frostbeul in der Sauna. 43 Minuten 18, Gicht ist draußen. Na, Kappa immer. Nur bei ihr dabei, ja. Beim Tisch stellst. Weil er holst mir kurz was zu trinken. Aber Spaß, bleib sich. Weil er. Wie geht's da? Oh, Sch. Und die. Super. Also, na gut, dann machen wir einen Aufguss, hä? Wenn du wachst. Mit welcher Herzklappen soll ich wackeln, sucht er so. Ja, meine Kinder noch stundenlang sitzen bleiben. Dann wird's fad. Scheiß mal drauf, geh mal aus. Ja. Wir sind eh Punkte gleich, Mann. Pragmatisiert sind wir auch, was wollen wir. Ah, echt, Mann. Ja. Gehen wir miteinander. Das Gleiche ist auch wurscht, ne? Ändert ja nichts am Ergebnis, oder? Ja.
Okay, bitte, das ist zu viel, wenn wir versammeln zuerst einmal auf die Scheiße. Ne? Ja, was ist, gehen wir, hä? Was ist denn mit den Hand? Ja. Wirklich miteinander. Ja, na, sicher miteinander. Also komm, da mal lang oben, komm. Geh mal. Warte, nach dir. Danke. Tja, was geht's da? Jutze, na, erstens her, was? Der Weib hat uns hergefutzt. Gib die erste, bibst die zweite, ich lädst da, souverän. Erstens, na, und du herlernt, gell? Wieso? Weißt du, wie viel ich bin? Ja, bitte sagen wir, sagen wir. Ja, na, warte, langsam, du bist dritt. Ja, ach so, na, war, ja, ah. Mehr Dritter und du Vierter. Um einen Punkt, urknapp, aber eh nicht schlecht. Na gut, jetzt ja, glaube ich, sicher 12. Okay, super. Ich gehe dann um zur Siegerehrung. Du kommst eh. Okay, gut, da mal was. Ja, komm, gleich. Danke auf jeden Fall, dass du mir das gesagt hast. Dankeschön. Na, Vierter ist nicht schlecht. Bitte das erste Mal dabei, ja. Um einen Punkt, ich meine, geh. Ein Punkt. Okay, was ist für ein Schatz? Man stirbt doch nicht wegen einem Punkt, okay? Nicht mit 37. Oh, das hat's pünktlich. Okay, man stirbt doch nicht zu Silvester, was das für ein Schatz? Und ich frage ihn mehr, ob er mich tocht. Es geht. Der Mensch hat noch nie in sein Leben eine Spur gemacht. Noch nie. Was sind das, die Anaboliker im Leberkasten? Nur weil die Arschlecker die Schwindel aufspritzt oder was? Der Meier ist doch komplett unsportlich im Gegensatz zu mir. Aber komplett. Bitte! Dann der Prozettler haben wir allen Teilnehmern vom Superbowle gewonnen. Wurmukar, Kaffee. Das war Bozel, Meisterschaft in dem Motto. Wir kommen zur Siegerehrung. Konzentration bitte. Wir haben heuer erst in der Geschichte vom Dritten und machen wir eine neue Mode. Ja, und zwar, das war eine Idee von unserem Hauptsponsor, vom Wurm. Herwurm in dem Fall ist persönlich auch anwesend. Ich möchte mich mit dem Motto bei der Firma Wurm bedanken. Ohne die in Anwesenheit Bötchenbuffet sicher noch nicht leer gefressen war, die gehören gesagt. Das gehört auch mal gesagt in dem Motto. Ja. Und vorhin ist bitte auch bei drei vom Wurm machen wir eine Klasseneinteilung folgt. Juniorenklasse. Juniorenmeister 1995. Franz Josef Wurm Junior. Ein Burle, erst immer dabei, ein kleiner Gruppenmeister in der Juniorenklasse, einziger Teilnehmer, Bootsleistung in dem Motto. Da habe ich die Idee für Seniorenklasse, man soll den Eltern Teilnehmer auch die Möglichkeit geben. Und da habe ich mit viel Glück, obwohl ich auch Pech gehabt habe, mit viel Krankheiten, Verletzungspech, keinen gehabt, wo ich mich anhängen kann in dem Motto, weil ich der Einzige in der Klasse bin. Aber trotzdem souverän, ne? Bitte, bravo Sepp, wirklich. Und Damenklasse, weiblich, die Gitte, Master. In dem Motto, die Wacke zusammensetzt und die Ole, ja, das. Uninteressant, brauchen wir nicht reden in dem Motto, ja. Die schauen, da holt man die Pappen. Dann Damenklasse, männlich, die Pepsi, ja. Dann habe ich da bitte eine super Klasse, die Geisterklasse. Und dann der Meier, der Urschwarze, nicht mehr glaubt, also was hab ich da aufgekommen in dem Motto. Ja, ist ein Geistermeister, kriegst ein Mountainbike, Klinge und. Aus in dem Motto, ja. Und jetzt kommt allgemeine Klasse, super, wo ich wurmt ihn drauf, das Gesamtergebnis vom Heuer, also in dem Fall vom Lesen, weil es ist schon vorbei. Egal, ja. Die rote Laterne. Gut, was ist mit dir? Du kriegst von mir einen roten Halogenstrahler und damit holt sie das, gell? Ja, dann bitte, dritter ist der Tone in Spee, wo der ist in der Karibik, im Holzpyjama. Und bitte, der BIM ist zweiter, hier ist der Hochsechsflug, mit Wandel bist zweiter, aber ist auch kein BIM heute. Na, sei froh, sind in deiner Gruppe, weil sonst hätte ich da mal einen Hochschalter. Und jetzt bitte,
Meine Damen und Herren, allgemeine Klasse, Clubmeister 1995. Er kam aus dem Nichts und er ist es. Unser Willi Grieberlich, er ist der Eberter. Steh auf, was ist mit dir? Ist der Eberter, du bist der Clubmeister, kommst du auf, er spielt keinen sterbenden Schwanensee, du. Was will ich? Halt, Clubmeister, halt, halt, halt. Stopp, stopp, stopp. Redu. Ich bin Clubmeister, habt's gehört? So geht es nämlich bei uns. Taxi. Scheiße. Silvester, gibt's kein Taxi? Hey, Taxi. Servus, geht's da? Gut, sich, gehst du auch schon heim? Ja, was hätte ich ganz noch angesoffen am Bullen? Außerdem, die Pflanze mir eh noch, weil ich letzter bin, mir ist das egal. Ja, Taxi, kriegst du eh ganz. Kannst du mit mir fahren? Komm, da mal aus. Jo, danke, es lebt von dir. Dankeschön, super. Anschnallen. Sie bringen, hab ich zwei auf den Glück. Super. Na gut. Schau mal aus. Und, zufrieden mit dir? Potzenleistung, muss ich dir echt gratulieren. Habe ich dir noch gar nicht sagen können, aber echt. Erste mit dabei, Clubmaster. Org, gell? Ja, danke, bin nicht zufrieden. Na, wirklich, man, kann man eh nichts sagen. Rechts geht's, gell? Na, aber es war so, wie du mir gesagt hast, so knapp vor Mitternacht, ja, dass ich nur Vierter bin. Pfah, hat's mich fest eingedampft, ehrlich. Na, da, aber ich glaub, so, das war's, bin ich da. Jetzt bin ich gleich tot. Geh, erst Vierter ist eh leiwand. Ich weiß gar nicht, was du hast, bitte. Aha, bitte, was soll ich sagen? Ich bin immer Letzter. Hm, oh, egal. Hauptsache eine Chorliste, das ist mir das Wichtigste. Verstehst? Ja, eigentlich hast du recht. Ja. Weißt du, das ist an dir bewundert, gut oder sogar. Ja. Spaß muss sein, gell? Man muss nicht immer der Erste sein, man muss nicht immer gewinnen, gell? Na, geh, erst. Man muss nicht immer gewinnen, man muss nicht immer der Erste sein. Nicht immer. Und mach mich schon. Siehst du den roten GTI da vor uns? Er ist dir verklebt, siehst du? Schau her. 245 kaputt kommt, dir verklebt. Ja, genau. Das ist ein motivierter, das sehe ich gleich. Schau her. Ha? Holen wir uns, ha? Da haben wir was? Auspuffklappen wegen der Kieberei, weißt du? Super! Das erste Gefecht im heurigen Jahr. Ja, siehst du die dritte Ecke da vorne? Da oben, auf der Bremse ist es. Nehmen wir aus oder nehmen wir innen? Super. Na ja. Du hast glaubt, du bist tot, das wird, da bist du ein Affel, so schnell stirbt man nicht. Ganz mal klar, Mui, der fährt am Rutscher, ja, der ist motiviert, das gefällt mir. Ja, super. Weißt du, ich war schon mal tot. Ich meine, nicht ganz, aber bei noch. Ich bin einmal als Bub voll fett nach der Disco, ja, mit 22 bin ich am Baum reingefallen, das war echt gut, ja. Super, ich habe einen Windschatten. Ja, ich bin der, der mit dem Golf tanzt, Bursche. Ja, und, weißt du, da habe ich mit einem Gerät da und der gesagt, wenn ich nichts mehr trinke, darf ich zurück. Ja, und seitdem kein Tropfen mehr. Das Geld, was ich normal versaufe, steckt alles in die Maschine und das zahlt sich aus. So da, tschüss, Getty! Geht der Mumme, schnell der Mumme! Wiedersehen, grüß Gott, so. Gut, jetzt ist vorbei, ich glaube, es ist nicht mehr Klotze, es kennt Klotze, bitte pass auf, bitte! Hab ich ganz vergessen zu erzählen? Der täberte Bauer, ja, fahrt dann nüchtern mit Auto im Baum, ja, und bringt Hammerer auch gleich mit, ja. Hab ich gleich zwei Fliegen auf einen Schlag. Na, ist super, was? Aha. Na, kapp einmal. In 1993 war das, habe ich mit dem Mountainbiken angefangen.
Und da bin ich so, da gibt es einen Austria Cup, hat das damals geheißen, da bin ich wirklich eine ganze Saison gefahren, Rennen, irgendwo im Mittelfeld, in der normalen Amateurklasse bin da mitgefahren. Und das habe ich ernst genommen, wirklich ernst genommen. Ich war dann in einem Radclub, in einem Mountainbike-Club in Lenkbach. Und für die bin ich gestartet und das wirklich durchgezogen, im Winter trainiert, mit Sportarzt, mit Tests, mit der Ernährung, alles umgestellt und bin ca. 20 Stunden in der Woche am Rad gesessen. Ich bin dann irgendwo im Mittelfeld in der Amateurklasse in Österreich umgefahren, also genau nirgends im Endeffekt. Ja. Ganz ein schlechter, schwacher Radfahrer, aber ich habe es ernst genommen. Und währenddessen habe ich irrsinnig viele Leute kennengelernt, die diesen Hobbysport sehr ernst nehmen. Und irgendwann habe ich für mich selber erkannt, das ist ein Spiel. Also wir Hobbysportler, das sind Menschen, die nicht vom Sport leben, sondern das halt als Freizeitgestaltung machen, die sehr viel Zeit dafür investieren. Das ist ein Spiel, wir spielen wirkliche Sportler. Das ist so, wie wenn Kinder Indianer spielen. Dann spielt man Indianer, ja, aber man tut es ja nicht wirklich. Man fährt zwar Rall, aber das ist nicht das, was jetzt einer, der die Tour de France fährt, macht. Aber man spielt das. Und das ist nicht nur beim Radfahren, das ist in jedem Sportverein. Ich bin auf Fechten gewesen, ich war in einem Fechtclub. Ja. Und dann wird das ein Spiel. Dann tritt man zu einer Landesmeisterschaft an und nimmt man Spezialnahrung zu sich wegen einer Landesmeisterschaft. Ja. Also man muss wissen, von was man da jetzt reden. Gell. Ja. Und dieses Spiel um den Sport hat mich interessiert. Und darum wollte ich eigentlich auch, viele glauben ja, dass diese superpolige Geschichte über Bodybuilder war oder sowas, weiß ich überhaupt nicht. Es war einfach gedacht um Hobbysport, dass Mechanismen, die es im echten Sport, im richtigen Profisport gibt, übertragen werden auf die kleine Welt des Hobbysports. Ja? Und das war es eigentlich, das war die Geschichte. Es ist ein bisschen Vereinsmeierei dabei, falsche Auslegung medizinischer Tatsachen ist dabei, also es sind viele Dinge dabei. Ja, und der Ehrgeiz zu gewinnen, natürlich. Und als Aufhänger für die Geschichte haben wir gedacht, okay, wenn ich das mache, dann muss ich mich selber ein bisschen trainieren, dass es einmal glaubwürdig ist. Und ich wollte die Geschichte erzählen von einem, der irgendwann beschließt, ab jetzt mache ich Sport, was ja gut ist. Ja. Der merkt, sein Körper ist einfach nicht das, was er sein soll, sondern er ist dick, er hat keine Kondition, ja, ihm tut die Gelenke weh, weil er es nicht bewegt. Und er muss was machen. Das ist ja gut. Nur dann kommt der Punkt, wo es dann einfach ins Ungesunde wieder geht. Und an dem Tag, wo wir die Fotos gemacht haben, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, das war in die Weihnachtsferien, also das muss zwischen Weihnachten und Neujahr gewesen sein. Haben wir uns ausgemacht, an den und den Tag ist der Fototermin. Das heißt, ich habe mein ganzes Programm genau auf diesen Tag hingearbeitet, genauso wie ein Bodybuilder an dem Tag, wo er einen Wettkampf hat, seine Optimalform haben muss. Oder ein Boxer, wenn er auf die Waage geht, muss er sein Gewicht haben. Am nächsten Tag hat er schon ein anderes Gewicht. Und ich habe mich von den 86 Kilo runter definiert auf 72. Eben an dem Tag habe ich 72 Kilo gekauft, wenn wir die Fotos gemacht haben. Das ist um 10 Kilo weniger, als ich jetzt habe. Aber viel mehr Muskeln und halt null Fett. Ich glaube, ich habe einen Körperfettanteil gehabt von 4-5% nur mehr. Und an dem Tag, wo die Fotos waren, habe ich am Vortag noch trainiert. Habe gesagt, okay, um 11 Uhr Vormittag machen wir die Fotos. Habe noch trainiert am Vortag, nichts mehr getrunken. Habe einen Wecker gestellt, bin um so circa, glaube ich, 3 in der Früh aufgestanden, haben wir einen Reis gekocht, habe nur den Reis gegessen. Ja, damit die Muskeln sich mit den Kohlenhydraten einmal auffüllen. Bin dann um 6 Uhr aufgestanden, nochmal. Hab, was ich normal nie gemacht habe, 2 ganz starke Espresso getrunken. Das gehört auch irgendwie zu der Prozedur dazu. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das hat mir halt der Arzt gesagt, das gehört so. Ja, bin dann ins Studio gefahren in der Früh, hab dort noch trainiert, weil du musst dich ja aufpumpen. Also wenn du den Muskel bewegst, pumpt sich der auf. Hm? Und dann werden sie so massig, die Muskeln. Also ein Bodybuilder, der so da steht, der schaut ja nicht so arg aus. Wenn er sich wirklich aufpumpt, wenn das alles anschwillt, dann schaut das eben so extrem aus. Dann habe ich mich dort aufpumpt, habe noch mehr einen Reis gegessen dazwischen, nichts getrunken, gar nichts. Ja. War eh schon so, da wissen wir dann nur mehr so drauf. Und 10 Minuten bevor wir die Fotos geschossen haben, habe ich einen doppelten Obstl getrunken. Ja, das machen die auch. Damit sie dann, damit die Adern so schön rauskommen, ja? Ja, dass die Gefäße wieder aufmachen. Nicht? Und da bin ich praktisch vor der Kamera gestanden, so, also absolut leer, grau im Gesicht in Wirklichkeit und leer.
Ja, also so schwach, also ein Mickey Mouse hätte mir niedergehauen wahrscheinlich. Ja. Ist ja lustigerweise diese Superbolig ein Programm, das den meisten Staub und den meisten Nebel schon über sich liegen hat, im Vergleich zu Hinterholz oder Benzinbrüder. Weil ich ganz genau gewusst habe, ich habe die letzte Superbolig-Vorstellung gespielt. Ja, und habe gewusst, ich werde das nie wieder in meinem Leben spielen. Das habe ich gewusst. Und das ist ja so. Ich kann das nicht mehr spielen. Weil um das spielen zu können, müsste ich wieder ein Jahr lang trainieren. Das kann ich nicht mehr. Die Zeit habe ich nicht mehr und die Energie habe ich nicht. Und es ohne Training zu spielen, könnte ich nicht. Wenn es auch nur eineinhalb Minuten sind, wo man sieht, aber die eineinhalb Minuten müssen passen. Und wenn ich da, so wie ich jetzt ausschaue, Super Bowl spiele und dann ziehe ich meinen Jogginganzug und schaue nicht viel anders aus, das geht halt nicht. Ja? Und daher ist es gestorben für alle Zeiten. Wie die Entscheidung gefallen war, ich mache ein Stück über den Hobbysport, wollte ich das auch irgendwie demonstrieren, dass ich mich auskenne dabei. Ich habe damals, wie ich hinter jetzt angeschrieben habe, gerade ein Haus gebaut. Das hat zwar keiner gesehen, das hat man nur gewusst durch Interviews oder so. Und diesmal wollte ich einfach zeigen, der Mensch kommt auf die Bühne und der muss wissen, von was er redet. Das heißt, der betreibt Sport. Wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, okay, jetzt gehe ich laufen oder ich gehe Radfahren, hätte ich das behaupten können, wir jetzt aber nicht gesehen. Und das Einzige, wo man sich das antrainiert, ist, wenn er Krafttraining macht, weil es einfach der Körper verändert, optisch. Man kriegt Muskeln, man verliert Fett. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann 10 Monate lang in einem Fitnessstudio trainiert. Ich habe angefangen zu trainieren mit 76 Kilo, so kräftig, aber untrainierte 76 Kilo mit ein bisschen Fett am Bauch und so. Und dann habe ich irgendwann einmal 86, glaube ich, gehabt. Ja, da war schon ein bisschen ein Bauchalat dabei. Und du wirst halt immer mehr, du wirst immer mehr, du frisst Aminosäuren, das ist Eiweiß. Und wirst halt immer mehr und blast dich auf. Das ist aber nicht schön, da schaut man ein bisschen so schweinernehm aus. Und dann kommt die Phase, wo du definierst. Und das ist sehr hart, weil man dann plötzlich von den 6000 Kalorien auf 1500 Kalorien geht pro Tag. Man trinkt sehr viel die erste Zeit, damit der Körper entwässert, so ca. 6 bis 7 Liter Wasser am Tag. Das macht man so 6 Wochen. Und Definitionstraining ist das härteste, weil man immer mit viel Gewicht und wenig Wiederholungen arbeitet, sondern mit wenig Gewicht und vielen Wiederholungen. Das heißt, das fängt ins Brennen an, der Muskel. Das ist so, da gibt es so diese Übung, das haben wir als Kinder immer gemacht, so diese Schranzhocke. Also man stellt sich in der Hocke hin, wer länger stehen kann in der Hocke, und irgendwann fangen die Oberschenkel ins Brennen an. Und man hört auf, weil einfach die Oberschenkel brennen. Und das ist beim Definieren, also du hast den Muskel wirklich, also ausbrennen sozusagen. Ja, und das waren 10 Monate, wo ich wirklich eingebissen habe. Ich habe das eineinhalb Jahr gespielt, das Programm. Das heißt, das Training ging weiter. Nur halt nicht mehr auf Halten. Das heißt, reicht dann dreimal, viermal in der Woche und einfach das Niveau halten. Ja, was irgendwie lustig war, weil da hat es dieses Plakat gegeben. Dann haben viele geglaubt, es geht um Bodybuilding in erster Linie einmal. Und alle haben gewusst, man sieht den Thüringer oben ohne. Ja? Und dann ist aber der größte Spaß für mich, dass man das nur ganz kurz, eineinhalb Minuten, glaube ich, ziehe mich kurz aus und tanze diese Aerobic-Nummer durch. Und sonst bin ich blatt mit einem dicken Bauch und einem Jogginganzug. Und das habe ich eigentlich lustig gefunden damals. Ich habe schon gemerkt, dass alle, wann endlich zieht das ja aus, dann kurz aussagen, zack, wieder aussagen, war schon wieder. Ist schon erledigt. Ja. In all meinen Stücken hat der Tod eine Bedeutung, weil das was ist, das immer vorkommt in jedem Leben, irgendwann einmal. Und da haben wir keine Achtung vom Tod eigentlich in Wirklichkeit. Also, wenn man noch einen Schluss sucht von einem Stück, kommt man irgendwann einmal zum Tod. Vor allem, wenn man die Geschichte von einem Menschen erzählt. Superbolig beginnt sogar mit dem Tod. Ja, aber er kriegt eine zweite Chance. Der nützt sie auch, aber nutzt er trotzdem nichts. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine Todessehnsucht hätte oder so. Es ist einfach, ich habe zum Beispiel selber gern Geschichten, die ein bisschen umschauen in die andere Welt. Weil es einfach was Interessantes ist, weil die Welt kennt man eh irgendwann einmal, nicht heutzutage. Also das, was man jetzt selber erlebt, sieht man im Fernsehen oder man liest in einer Zeitung drüber. Aber
wie es da drüben ausschaut, weiß keiner. An was Spirituelles glaube ich auf jeden Fall. Ja. Nur was das ist und was man wird, wenn man nicht mehr da ist, das weiß ich nicht. Das kann es auch keiner erzählen, weil keiner zurückgekommen ist eigentlich. Also, ich lasse mich überraschen.